Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Mitabstandbox von Prinz Porno. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Mitabstand von Prinz Porno, das Ganze am 14. Februar erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl! Er hat es tatsächlich getan. Prinz Pi bzw. Prinz Porno hat an einem und demselben Tag zwei Alben herausgebracht. Eines als Prinz Pi, wahre Legenden, und eines als Prinz Porno, mit Abstand heißt dieses. Wir werden uns erstmal diese Box hier anschauen und dann in einem separaten Video stelle ich euch die Box von Prinz Pi vor. So, das Ganze ist hier noch in Folie. Wir werden das Ganze mal aufschneiden, aus der Folie befreien und dann schauen wir uns das mal an. So, also rein von der Optik her ist es auf jeden Fall schon mal ein echter Hingucker, denn wir haben hier von der Optik her ein Buch, ein dickes Buch hier in Grün und Gold, Keine Liebe Berlin Records. Dann haben wir hier eine Zeichnung von dem Interpreten von Prinz Porno. Hier in einer, ja, in einer Schutzweste, in einem Kampfanzug. Und hier sind scheinbar noch zwei Schwerter verstaut. Die gesammelten Abenteuer des Friedrich Kautz. Das ist der bürgerliche Name von Prinz Pi bzw. Prinz Porno. Volume 1 Prinz Porno mit Abstand. Das Ganze ist ja auch noch entsprechend geprägt, also hier diese goldenen Linien und auch die Buchstaben sind hier wirklich vertieft, ebenso oben. Dann haben wir rundum diese Buchoptik, das hier wirklich aussieht wie eine Ansammlung von Seiten, ein dickes Buch hier, mehrere hundert Seiten stark. Auf der Seite lesen wir dann auch wieder Prinz Porno mit Abstand Volume 1 und auf der Rückseite haben wir dann die Inhaltsangabe. Was bisher geschah. Nach einer mehrjährigen Auszeit und Studienreisen in die entlegensten Gefilde dieser Welt kehrt Prinz Porno, seines Zeichens immer noch der beste in Deutschland, je ein Mikrofon in der Hand haltende Sprechgesangsartist, wieder nach Hause zurück. In seinem Gepäck sind die Erinnerungen an kostbare Erlebnisse mit der Kraft des einen großen Meisters getuschte Horizonte. Der Nachgeschmack von erlesenem Tee, getrunken inmitten einer Karawanserei auf einem fernen Marktplatz. Gefüllt sind die geistigen Truhen mit Eindrücken, gestillt der Durst nach dem würzigen Geschmack einer anderen Luft. Die musikalische Müllhaufen jedoch, den er bei seiner Heimkehr vorfindet, macht ihn staunen. Noch mit unausgepackten Koffern begibt er sich umgehend in sein Tonstudio, um aufzuräumen. Das tut er mit noch nie dagewesenem Stil, unvergleichlicher Finesse und einer klimmenden Papyrusie. So, dann haben wir hier unten einen Sticker, und zwar haben wir hier die Beteiligten und einen Barcode. Das Ganze als CD, als reguläre CD, als Box und auch als Vinyl erschienen. Wir schauen mal hinein. So, wir haben hier einmal ein kleines Gelsäckchen, das dafür sorgt, dass das hier drin auch schön trocken bleibt. Dann haben wir hier eine Schale, einen Schlüsselanhänger und das Album an sich. So sieht das Buch von innen aus. Also man kann diesen Hohlraum, diesen Raum in der Box, und das Ganze hat auch noch einen Magnetverschluss, man kann diesen Hohlraum entsprechend verwenden und da irgendwas Geheimes, irgendwie Geld oder Dokumente, was auch immer man möchte, darin bunkern. Dann stellt man sich das Ganze hier ins Regal und es sieht tatsächlich so aus wie so ein Ledereinband, wie so ein dickes Hardcover-Buch. Sehr schön. Wird auf jeden Fall in mein Regal gestellt. So, wir haben hier eine einzige Sache in Folie. Ansonsten ist diese Box wirklich sehr umweltfreundlich gehalten. Es ist lediglich dieser Schlüsselanhänger. So. Und dann kommen wir als erstes wie immer zum Album an sich. So sieht das aus. Prinz Porno mit Abstand.
Keine Liebe Records Berlin 2019, lesen wir darüber. Das Cover ist ident wie auch schon auf der Box. Allerdings haben wir hier dann auf der rechten Seite noch einen Warnhinweis. Hier lesen wir einmal Attenzione. Dann haben wir noch Schriftzeichen. Hazard Warning. Not Playlist kompatibel. Highly concentrated pure rap songs performed on weapon grade beats. Might affect listeners deeply and exceed any expectations. Also, es wird uns hier gewarnt, dass die Beats ziemlich brutal, ziemlich, ja, quasi einen Waffenschein bräuchten und dass das, was hier auf diesem Album drauf ist, dass die Vorstellungen, die Erwartungen übertreffen wird. Das ist mal der Pappschuber. Auf der Rückseite haben wir dann hier noch eine Dame mit Blumen und auch hier natürlich wieder Beteiligte und Barcode. Dann können wir den Pappschuber hier mal runter machen und dann kommen wir zur eigentlichen CD. Die sieht so aus, ein reguläres Jewel Case und dann lesen wir hier Prinz Porno Uno Le Gran Boss. Die Tracklist ist 13 Titel stark. Wir haben hier Features von Manuelsen, Samra, Kes, nochmal Samra und Young Kira. 13 Tracks sind es, wie gesagt, geworden. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes, das Booklet ist in so einem speziellen Papier, also so von der Optik her, so ein dickes, altes Papier, ich glaube Recyclingpapier. Lieber Freund, liebe Freundin, also hier so eine Widmung, sehr umfangreiche Widmung, kann man sich natürlich gerne hier kurz anhalten, das Video, und dann im Detail durchlesen. Geht dann hier auf der zweiten Seite noch weiter. So, dann haben wir hier Fotos. Einmal La Donna. Das ist, glaube ich, auch die Dame, die hier... Oh nein, wo war's? Die hier zu sehen ist, oder? Ja, sieht auf jeden Fall verdächtig ähnlich. Gran Boss. Der Prinz persönlich. Dann haben wir hier die Tracklist, inklusive der Infos zu den ganzen Tracks, wer hat da produziert, wer war beteiligt. Und zum Abschluss gibt es dann noch ein Element, das wir auch in der Box finden. Also in diesem Fall haben wir dann einen Teller mit Hummer und Zitronenscheiben, dazu kommen wir dann noch. Und hier den Schlüsselanhänger. So, Booklet geht wieder rein. Dann kommen wir zur CD. Die ist in schwarz-weiß und rot gehalten. Mit Abstand Album Insert at Own Risk Push hier. Und die Rückseite beige. So, wir kommen zuerst einmal kurz zum Pappschuber. So, wir kommen zum Schlüsselanhänger. Der ist hier mit einem goldenen Ring. Und dann haben wir hier in so einem orange-rot Prinz Porno 23, dann in goldenen Buchstaben drauf und dann steht hier If found, please return to Keine Liebe Berlin Records. Sehr schön. Wirkt auf jeden Fall wie so ein klassischer Hotelschlüsselanhänger, den man bekommt in so alten Hotels, die noch nicht mit Karten, sondern mit Schlüsseln funktionieren. Ja, kann man sich natürlich auch an die Jacke oder sonst wo dranhängen, an irgendeinen Reißverschluss. Macht auf jeden Fall was her. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann diesen Hummer. Also sowohl den Hummer als auch den Schlüsselanhänger haben wir schon im Booklet gesehen. Und hier haben wir dann diesen Hummerteller in einer Schüssel verarbeitet. Also hier unten ist das Ganze hier so eingedruckt. Und auf der Rückseite lesen wir dann Prinz Porno, also die Unterschrift, und Keine Liebe Berlin. Das Ganze ist dann hier auf so einem orange-roten Untersetzer, so einem Stoffuntersetzer. Und dann kann man das hier wunderbar auf den Tisch oder sonst wo abstellen. Und dann zerkratzt man da nicht die Oberfläche. Jawohl, das war's auch schon. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Schüssel. Dann haben wir den Schlüsselanhänger. Und natürlich das Album an sich im Pappschuber mit insgesamt 13 Tracks und 5 Features. Jawohl.
das alles. In dieser wunderbaren Box mit Abstand von Prinz Porno. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Prinz Porno unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.